Hallo, herzlich willkommen bei mir. Ich bin der Steffenspieler und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego City Undercover mit dem Knuddel. Au. Ja, wir haben in der letzten Folge sind wir wieder hier, haben wir den Professor gerettet und sind jetzt hier beim Blackwell, glaube ich, ist er, sind wir hier. Wir machen auf jeden Fall schön, richtig schön Scheiße. Möchte der vielleicht mal angreifen? Nein, gut. Nö. Natürlich. Was ein Lappen. Und was ich auch mache, das hier. Ey, ich will fünf Steine fliegen. Klar. Chase, ich bin vor dem Blackwell-Turm. Ein Großteil von Lego City scheint auch hier zu sein. Woohoo! Party! Zieh dein Hemd wieder an, Honey. Du bist noch im Dienst. Hör mal, ich habe Natalia immer noch nicht erreichen können. Das liegt daran, dass Blackwell sie hat. Natalias Dad ist ein Wissenschaftler, der sich geweigert hat, Blackwell zu helfen. Deshalb hat Blackwell Natalia als Druckmittel eingesetzt. Die Kurzversion. Es war heute wohl niemand mit deinem Hund draußen. Wow. Okay. Naja, es dauert noch eine Weile, bis die Pressekonferenz losgeht. Die haben einen riesigen elektronischen Countdown gestartet. Klingt ja gar nicht unheilvoll. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Nichts passiert. Vielleicht gibt es noch einen Schalter. Na, komm, ne? Ah, da. Ich glaube, ich muss hier irgendwas kaputt sprengen. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Cool. Nein, die Katzin hat mich weggesprengt. Wir sind schnell. Nein, Katzin. Nein. Scheiße. Ich hab ja gefunden. Nein, sorry. Leider nicht. Aber ich habe anscheinend Blackwells Geheimnis gelüftet. Man weiß nie, was der Ding-Trigger ist. Er ist ein fieses Genie. Und das ist sein Plan. Naja, aber nicht so schlimm. Wir müssen eh größtenteils der Mission wegen dem Rack-Ding nochmal neu machen. Ja. Er will zum Mond fliegen. Ja, das weiß ich. Das Shuttle auf der Apollo-Insel ist zu klein für seine Truppe. Und wie versteckt man eine Riesenrakete in Lego City? Der Countdown. Der Blackwell-Turm. Ellie. Du musst die ganzen Leute vom Blackwell-Turm wegschaffen. Sofort! Okay, aber warum? Der Blackwell-Turm ist eine Rakete. Wenn sie abhebt, wird alles im Radius von 10 Blöcken gegrillt. Ich schicke dir die Beweise. Alles klar. Meinst du, sind wir jetzt hier in Minecraft? Hab ich auch alles mal gedacht. Ja, die Zeit ist knapp, aber vielleicht können wir helfen. Wie? Erkläre ich dir unterwegs. Lieber. Zurück zu Blackwells. Steinmagnet. Ey. Ey, mach ich gleich an. So, was ist, wenn ich das anmache? Lasse ich dich nicht. Oh, warte, vielleicht sollen wir jetzt nicht Menü drücken, während es lädt. Sonst crasht es wieder. Spanische und Darlehen. Nein! Doch. Hä? Chase, ich fahre zum Blackwell-Turm. Du musst zu meinem Gebäude bei den Auburn-Docks. Gut. Aha. Was soll ich da machen? Erstmal begibst du dich dorthin. Habe ich doch gesagt. Ja, aber wenn ich da bin, was dann? Du findest dort Prototypen für die Maschine, die die magische Blase erzeugt. Sie sind in meinem Labor. Was haben Sie denn mit ihnen vor? Dann die zwei Polarität Sachen. Des Neutronenfeldes umkehren. Ich werde den mystischen Feen, die dort drin... Ich bin kein Idiot, Professor. Wollen Sie mit der magischen Blase den Hitzeschub der Rakete eindämmen? Ja, genau. Und wenn das nicht klappt? Dann werde ich schön braun bei dem Versuch. Hm.
Nein, nicht noch. Ey, warte, du bist da ganz hinten. Bitte. Ja, lass dir die holen. Nicht machen, wenn nicht Katzen. Forst, danke. Oh shit. Time. Be fast in holding a chopper. Ey! Ja, komm, mach. Der ist für mich. Okay, dann steig auch ein. Mach ich. Dass ich diese Dinge. Nee, so komme ich nicht. Nope. Nee. Du siehst auf der Karte diese leichten Schneisen, die du durchfliegen kannst. Wait, what? Die kannst du nehmen. Glaube ich. Ah, wobei, nee, das sind Tunnel. Egal. Ach nee, ah, die Schneisen, ah ja. Ich bin am Blackwell-Turm, Chase. Bist du in meinem Labor? Noch nicht. Dann beeil dich bitte! Es geht hier um Leben und... naja, du weißt schon. Oh, und dann ja, die dürfen es nicht sagen. Officer abgestellt, der dir helfen wird, sobald du eintriffst. Wir brauchen mehr Schildgeneratoren, als ich angenommen habe. Beeil dich, Chase! Du musst zu meinem Labor! Mach ich doch schon. Ein Indicator ist weg. Mobbing. Aha. Naja, du weißt ja ungefähr, wohin. Schnell, Chase! Es hängt alles von deinem Erfolg ab! Ja, ich kann nicht schneller fliegen. Beschwer dich beim Spiel. Y. Ich wollte gerade Y drücken. Easy. Skip. Ich bin Y aus dem Hubschrauber rein in ein Fahrzeug und. Frank? Wem sonst sollten Sie wohl eine so wichtige Mission anvertrauen? So ziemlich jedem. Du Scherzkeks! Scherzkeks, ja. Komm, lass mich das machen. Ich bin ziemlich gut im Fallen-Mashing. Bum, bum. Machst du die Dabo-Finger-Technik? Die was? Nö. Okay. Chase, ich bin zwar nicht in den Blackwell-Turm reingekommen, aber ich konnte mich in die Startkonsole hacken und den Countdown ein wenig verlangsamen. Die Zeit wird aber trotzdem knapp. Keine Sorge, ich bin in Ihrem Labor. Gut, dann bring die Prototypen so schnell wie möglich hierher und fahr bitte vorsichtig. Okay, eins davon kriege ich sicher hin. Das andere davon ist Frank überlassen. Ja. Ne, der kriegt ja keins von beiden hin. Ah, true. Kein Nitro, schade. Oh Leute, wie die auch alle jetzt rumrennen. Das ist ein geiles Detail. Das ist echt geil. Detail. Ey, daran muss man auch erstmal denken, ne? Dabei sind wir hier total weg. Ich hab das Gefühl, irgendwie hat die Qualität abgenommen. Wie meinst du? Gerade sahen Flächen nicht so hochqualitativ hochwertig aus. Keine Ahnung, vielleicht weil er gerade super viel laden muss. McCain, ich bin hier bei Kowalski. Wo steckst du? Bin etwa auf halbem Weg, Chief. Das reicht nicht. Das Ding hier hebt gleich ab. Tritt das Gaspedal durch und lass den Fuß drauf. Hab ich doch. Oh, ich soll mir gerade voller mit meinem Fuß spielen. Ach Chase, so. Du musst dich beeilen. Ich kann den Countdown nicht anhalten. Bei Mario Odyssey Two Player mit One Player. Minimum Captures oder so. Oh Gott, nein. Wirklich, die spielen Cappy mit dem Fuß. Ja. Ah je. Das ist ein
Radar zur Markierung. Es wird dann automatisch eine der Magieblasenmaschinen aufgestellt. Cool. Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass sie in Baukastenform daherkommen. Du musst sie also zusammensetzen. Ich muss den Countdown weiter verlangsamen. Ja. Das kriegen wir hin. Ich die vorderen, du die hinteren. Was du? Einer geht links rum, einer rechts rum. Ich gehe da rum. Ja. Hey Chase, der Professor hat mir gesagt, ich soll hier warten und nichts anfassen. Oh Mann, schau, lauter Einzelteile. Genau wie damals, als ich das Bild gekauft habe. Aber dann hat mir der Typ aus dem Laden erklärt, dass es ein Puzzle ist. Ich hab's zusammengesetzt, aber das hat ewig gedauert, weil das Bild komplett braun war. Ich hab's dann umgedreht und bemerkt, dass jemand ein paar Kätzchen auf die Rückseite gemalt hat. Und auf der Schachtel waren die auch. Crazy. No shit, Sherlock. Bitte beide Arscher. Achso, nee. Ach, oh, hi. Danke. Wer ist noch den da? Ich hab nämlich keine Zeit. Ich komm mir zur Hilfe. Du lenkst die ab und ich baue dann zusammen. Hm? Nö. Okay, doch. Der lenkt sich selbst ab. Yeah! Der ultimative Schutz. Yeah! Oh, schön. CD-Laden. Moment, nee. CD-Laden. Das ist doch gar kein. So was in einem Lego-Spiel ist immer noch crazy. Yep. Wir haben alle Einwohner evakuiert. Ich hoffe, du hast diese Dinger richtig postiert, McCain. Ich auch. Wir werden nicht mehr weit genug wegkommen und Hitze liegt mir so gar nicht. Mir schon. Honey, die Raketenflamme wird gut und gerne 3000 Grad heiß sein. Das ist ja heiß. Ich zieh lieber die Jacke aus. Wie viel Zeit haben wir noch, Professor? noch etwa minus 3 Sekunden. Der Tee gleich minus 3 Sekunden. Ja. Aber wie viel Zeit haben wir noch? Minus 3 Sekunden. Chase, Natalia ist an Bord. Das habe ich gesehen, als ich mich in ihre Computer gehackt habe. Was? Das war gute Arbeit, Chase. Spricht er wirklich mit mir? Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Und ich bin Manns genug zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder zwei. Also immer noch weniger, als du gemacht hast. Danke, yeah. Chief. Frau Bürgermeisterin, ich hätte eine Bitte. Der Mann, der gerade die Zerstörung von Lego City verhindert hat? Schieß los! Ich müsste da noch ein paar Leute einbuchten. Ich rufe sofort auf der Apollo-Insel an. Die haben da sicher ein Shuttle, das sie dir leihen können. Oh, oh, bin dabei! Oh, nee, nee. Ja, Lego City Apollo-Insel. Was? Revisiting Stuff. Find's auch schön, wie sie den Dieselantrieb danach gemacht haben. Diesen kleinen Mini-Bild. Kapitel 15, die Pflicht ruft sogar im All. Das mit dem All wusste ich schon. Ja, und die sind ja echt gut vom Ende der Story. Kowalski? Nur keine Sorge, ich werde Natalia befreien. Vielen Dank, Chase. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Für die Blumen. Naja, wäre ganz gut zu wissen, wie man einen Shuttle fliegt. Wie wär's mit einem Crashkurs, damit ich keinen Crash hinlege? Keine Sorge, die Techniker auf der Apollo-Insel fliegen es per Fernsteuerung. Und Blackwell-Sphäre? Wie kriege ich die nach Lego City zurück? Falls du so weit kommst, wird dir schon was einfallen. Falls? Über. Entschuldige, natürlich klappt das. Ja, ja. Hier. Lang bitte. Wir haben schon 23%. Wir machen gerade die Rakete startklar. Nice. Verdammt. Mikrofon nicht gut ausgerichtet. Hört man trotzdem. Ist aber egal. Ja, viel wichtiger ist jetzt gerade, dass wir hier. Lol, spring! Dann.
Bum. Ja, super Baum. Können wir uns leisten. Ne? Ich glaube, sobald wir das machen, geht's mir nicht los. Wir können theoretisch aber jetzt irgendwie hier noch Steine sammeln in der Umgebung. Echt, trotzdem gerade mal machen, weil die Folge geht nur noch 4 Minuten. Ja. Ja. Astronaut. Ja. Genau, und dort geht dann die letzte Mission los, glaube ich. Mhm. Und das können wir dann ja. Ich meine, das grundsätzliche Sammeln können wir ja dann beim 100%-Ding machen. Ja, dann. Dann falle ich gerade mal runter. Ich komme trotzdem zurück. Und hab eine Kamera, die böse ist. Die ist echt langsam, die Kamera, habe ich das schon mal gesagt? Ja. Ah, es passt drauf. Ja, dann, ja. Schön. Wie komme ich da hoch? Ah, da. So. Da? Hab da doch was. Ah, da. Hi. Ah, von hier in der Ecke. Hi. Ja, das ist das Zurücksetzen der Players. Ich wäre fast runtergesprungen. Ja, nur fast. Wir müssen von oben da ran. Oder man cheatet so wie Stoffo. Physik austricksen, lol. Ah, okay. Hoch. Gehst du da noch hoch? Gar nicht. Oder... Oh. Ja. Müssen wir das Ganze wahrscheinlich nicht noch mal machen. Außerdem ist da noch ein super Stein. Stopp. So, und dann du los geht's, ne? Ja, mach. Bitte Auftrag 15. Dann würde ich wahrscheinlich gerade noch warten, dass die Cutscene dann ist und dann können wir Folge beenden. Dann gibt es die Mission in der nächsten Folge. Beim Knuddel. Yay! Chase, ich muss dich warnen. Der Start kann sehr unangenehm werden. Ich krieg das schon hin, Professor. Man kennt das doch aus dem Kino. Und Start beginnt in 10. 9. Man kennt das doch aus dem Kino. Für den Fall, dass es sich die Astronauten anders überlegen. Realismus. Sieh mal einer an. Von wegen im Weltraum hört dich keiner schreien. Gut gemacht. Du bist jetzt im Weltall. Bis zum Mond dauert es fast 10 Sekunden. Oh nein, du befindest dich schon über dem Mond. Was? Ja, er ist ziemlich nah und klein dazu. Verrat's aber niemandem. Ist geheim. So, es wird Zeit für deine Mondwanderung. Du musst dich gut vorbereiten. Ich will, dass du deinen Raumanzug genauestens überprüfst, bevor du aus deiner Kapsel aussteigst. Geht klar, Professor. Yep. Cool. Ah,
sehr praktisch. Ich bin unterwegs, Natalia. Komisch, ich fühle mich nicht leichter. Liegt wohl an den Keksen, die ich in der Rakete gemampft habe. Mhm. Ja. Und hier machen wir jetzt Schluss. Sag nochmal Hallo zur Sonne. Ne, im nächsten, im zweiten nächsten Part seht ihr die dann hoffentlich nicht mehr. Und bis Hallo, Sonne. Bis dahin, wenn ihr das nichts verpassen wollt, abonniert mich auf YouTube, aber auch den Knull auf YouTube. Lasst ihr auch gerne in diesem Video ein Like da. Aber auch gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr das jetzt alles findet. Kommentare sind immer toll. Die Sonne will nochmal mehr Hallo sagen. Und dann sage ich mal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.